Wunderbar, jetzt ist die Frapsau hoffentlich weg. Und er nimmt hoffentlich auch noch auf. Aber darauf verlasse ich mich jetzt einfach mal. Das war natürlich auch der Grund, warum ich nicht gesehen habe letztes Mal. Oder vorletztes Mal, ist ja schon ein bisschen her. Warum dann die Festplatte vollgelaufen ist. Aber ich habe ja zum Glück dann nur noch eine Viertelstunde aufgenommen. Deswegen war es dann nicht ganz so tragisch, hoffentlich. So, jetzt wollten wir die Kapelle bauen. Jetzt müssen wir eigentlich genug Geld zusammen haben, genau. Obwohl, warte mal, kann ich nicht erstmal... Wie viel Geld kriegen wir jetzt im Moment rein? Jetzt haben wir ja ein paar Siedler dazu gekriegt. 262, das ist doch gut. Und wie sind da, wie ist das mit den Nahrungsmitteln so? Nicht, dass die jetzt alle weggehen? Oh, ja, tatsächlich. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, nämlich. Salz. Schreie gellen durch die Straßen. Es brennt! Ach ja, ist nur sauer, weil es brennt, okay. Die Feuerwehr, die kommt dahin, perfekt. Ist er unterwegs? Ich sehe keinen Feuerwehrmann. Ach, das Haus ist schon gelöscht. Ja, das ging ja schnell. Du bist aber trotzdem jetzt zufrieden, ne? Wir brauchen auf jeden Fall... Wir müssen irgendwie noch jetzt Nahrungsmittel dazu bekommen, weil die sind dann doch ganz schön verfressen mittlerweile. Wie machen wir das am besten? Haben die hier viele Rinder? Ne, das passt glaube ich ganz gut mit der... Ja, das passt glaube ich sehr gut. Dann müssen wir irgendwo nochmal eine Viehzucht hier machen. Wie weit geht das hier? Haben wir da noch ein bisschen Platz? Ne, nicht wirklich. Pass mal auf, dann mache ich das mal hier hin. So. Den ganzen Schrott hier weg. Und dann kommt hier nochmal ein bisschen Viehzucht hin. Eine Rinderfarm, so. Da ist perfekt. Da ist komischerweise perfekt. Egal. Da ist perfekt. Da ist perfekt. Und da ist perfekt. So, aber ich werde nochmal eben, soweit es geht. Hallo, ich will nicht den Brunnen bauen, ich wollte hier abreißen. Ach cool, ich kann die Bäume hier gar nicht mehr abreißen. Aber ich kann hier noch eine Rinderfarm hinsetzen. Na gut, ist mir eigentlich auch egal. So. Dann machen wir doch mal eben... Wo war der Schlachter? Da ist der Schlachter, die Fleischerei. Dann packen wir nochmal hier eine hin und hier eine hin. Ach, ich habe schon gar kein Geld mehr. Ich hoffe, die Bilanz ist jetzt nicht so dermaßen runtergegangen. Ne, es geht eigentlich noch. Ja, die kosten auch nicht viel hier, die Höfe. Das ist... Achso, ja, wir müssen natürlich... Ach, das ist alles noch mit drin, das war perfekt. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch eine Fleischerei. Die kostet... 350. Dann mache ich mal wieder ein bisschen Zeitraffer an. Nicht verlangsamen, so Zeitraffer. Zack, zack. Jetzt müssen wir eigentlich wieder was dazu kriegen hier. Es dürfte nicht mehr so lange dauern. Na? Die Bilanz ist doch gut. So. Komm schon. Minus 900, was? Ach du Elend, kauf mir gerade noch was ein. Da ist, glaube ich, gerade irgendwie eine Lieferung gekommen. Was zum Teufel? Wieso haben wir jetzt auf einmal minus 900 gehabt? Nanu? Was war das denn? Manchmal verwirrt mich dieses Spiel echt ein bisschen. Ich habe doch nichts gekauft. Ich verkaufe nichts, ich kaufe nichts. Komisch. Das ist echt merkwürdig. Hallo? Wir haben eine Bilanz von 125 plus. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Alter, was ist denn das immer? Ist das ein Fehler hier oder was? Ich mache irgendwie gerade ein komplettes Minus. Ich weiß nicht warum. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Das ist wirklich sehr merkwürdig.
Und die Bilanz, die hält sich eigentlich ganz gut da oben. Gibt's doch gar nicht. Können wir irgendwas verkaufen noch? Wenn nicht, dass ich jetzt gleich hier wieder ein Nahrungsmittelproblem kriege. Und ich kriege ein Nahrungsmittelproblem so langsam. Oh, lol. Was ist denn das, ey? Das ist doch nicht mehr normal. Eine Feuersbrunst wütet. Ich müsste eigentlich richtig Einnahmen haben. Das kann gar nicht angehen. Ich habe mehr, um einiges mehr Einnahmen als Ausgaben. Das ist ja auch genau die Bilanz. Ich verstehe nicht, warum ich so dermaßen jetzt im Minus bin auf einmal. Wobei wir ja nicht mal irgendwas gekauft haben oder so. Ist mir jetzt nicht so wirklich ersichtlich. Kann ich noch irgendwas... Kostet die irgendwas noch? Ich glaube, die kostet nichts. Komm, wir brauchen eigentlich gar keine Seide mehr. Davon haben wir ja, denke ich mal, jetzt genug. Ich guck noch mal eben. Das müsste eigentlich jetzt locker fürs Schiff reichen. Wo sind denn Seile? 13 Tonnen, ja, das reicht. Die können wir dicht machen, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt alles Unnötige noch mal dicht machen. Nützt ja nichts. Fragezeichen? Achso, wir haben kein Erz mehr. Okay, dann mache ich dich auch dicht. Dich natürlich auch. So, wir brauchen Nahrung, auf jeden Fall. Und die Höfe hier, der läuft wahrscheinlich über, ja, 7 Rinder. Da kommt die Fleischerei nicht hinterher. Wir brauchen jetzt noch eine Fleischerei, Mensch. Aber wo soll ich das Geld denn jetzt hernehmen? Die Bilanz ist wirklich sehr gut. Also, das verstehe ich gerade nicht. Warum das so in den Keller gegangen ist. Bleibt aus! Eure Felder verdorren! Na schön, auch das noch. Das ist nicht so gut. 10 Tonnen Nahrung. Können wir echt... Echt kleines Problemchen haben. Dass die Siedler jetzt auf einmal auch so verfressen sind. Ich frage mich auch, wie das dann mit den Bürgern oder so sein soll. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Vor allem war das ja mit den anderen Teilen oder mit Anno 1602 nicht so. Auch den Nachfolgerteilen nicht. Also wie gesagt, Anno 1503 habe ich wirklich nicht intensiv gespielt früher, aber bei den anderen Teilen war das auf jeden Fall nicht so krass. Und die Bilanz ist doch super, ey, das kann doch gar nicht angehen. Dass wir da ja so... Ja, ich weiß auch nicht, wir haben noch 2 Tonnen Nahrung, ich kann nicht viel machen gerade. Wir kriegen auch nicht wirklich mehr Geld rein. Ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen was... Alter, was ist denn das immer? Okay. Ich habe keine Ahnung. Wir haben wieder 7 Tonnen Nahrung, ja. Wir schrauben da immer so knapp dran vorbei. Aber warum zum Teufel? Irgendwas kostet uns doch da jede Menge Geld immer. Aber was? Diese Einheiten hier? Die kosten ja auch nichts. Die kosten, ja klar, die kosten schon ein bisschen was, aber... Ich verkaufe noch mal ein bisschen was hier. Was können wir denn mal verkaufen? Also, warte mal. Verkaufen, so. Was haben wir denn Schönes? Oh, Stoff haben wir jede Menge. Alter Schwede, das ist jetzt ja kein Problem mehr. Verkaufen wir mal Schwerter hier. So. Was können wir noch verkaufen? Noch mehr Waffen vielleicht? Bögen? Ich glaube, weil wir haben ja alle Einheiten, ist ja egal. Dann können wir noch mal verkaufen. Da war, glaube ich, nichts mehr. Nee. Salz. Wie haben wir denn auf Lager? 80 Tonnen. Dann machen wir bis 60. Obwohl, warte mal, das bringt nicht viel. Bringen Seile was? Machen wir mal auf
10 Tonnen kommen. Wie viel brauchen wir für das Schiff? Ein Brand zerstört eure 5 Tonnen Seile, ja, okay, das reicht doch locker. Wunderbar, da können wir locker noch ein Schiff von bauen. Und ansonsten müssen wir die Produktion halt wieder anschmeißen. Aber wo zum Teufel kommen immer diese 500 Dingens daher? Ich blockiere mal eben hier das. Ich glaube zwar nicht, dass das was damit zu tun hat, aber irgendwie ist das ja seitdem so merkwürdig. Seitdem ich den Einwohnern hier das Werkzeug gebe und alles Mögliche. Aber das sind ja mal eben immer 500 Taler, die wir auf einmal weniger haben. Ganz komisch. Ich habe echt keine Idee, womit das noch sonst noch zusammenhängen könnte. Naja. Ein Brand zerstört eure Häuser. Jetzt sind wir schon wieder so abgesackt. Was ist denn das? Was ist denn das? Zwar nicht so stark, aber... Na komm. Wir müssen doch jetzt mal aus dem Miesen rauskommen. Das kann doch nicht angehen. Wir kommen nicht aus diesen scheiß Miesen raus. Haben wir denn noch Nahrung? Ich glaube, gleich sind wir so weit und wir haben keine Nahrung mehr. Super. Na komm, jetzt sind wir aus dem Miesen... Was? Jetzt haben wir 500 plus auf einmal? Okay, ey. Entweder das Spiel ist manchmal buggy oder ich habe keine Ahnung. Ich will es vielleicht auch gar nicht wissen. So, komm. Na, ich warte lieber nochmal, bis wir ein bisschen Puffer haben hier. So. Ist ja ganz schön merkwürdig manchmal. So, jetzt haben wir noch eine Fleischerei. So, genau, die beiden sind voll. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das reicht aus. Wer so verfressen, kann ja schon bald gar nicht mehr angehen hier. Wahrscheinlich hauen jetzt die erst noch schon wieder ab. Hier außen, ja okay, was, wer weiß, was damit war. Der lacht. Naja, der geht so. Was hat er für ein Problem? Okay. Warum sind die so verärgert hier? Ein Unterschied? Würde mich mal interessieren. Ist ja merkwürdig, ne? Ist zu 100% erfüllt? 0% erfüllt? Ein Brand zerstört eure Häuser. Keine Ahnung. Vor allem brennt es auch andauernd. Das kann auch bald nicht mal angehen. Mensch, wo brennt es jetzt? Ich sehe ja nicht mal einen Brand. Ach, da oben. Da oben. Na, da komme ich vorher auch hin. Ja, alles gut. Oh, wird schon gelöscht. Perfekto. Klappt das denn jetzt mit der Nahrung? Eine Tonne Nahrung ist ja nicht sehr doll. Ich hoffe. Wahrscheinlich muss ich bald noch eine Fleischerei bauen und wir sind schon wieder minus. Ey, das kann doch nicht angehen. Was ist denn das immer? So eine gute Bilanz. Okay, die ist nicht mehr so wie eben, aber ein Brand wütet sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das so. So. Ja, das dauert leider noch ein bisschen, bis wir das Schiff bauen können, glaube ich. Wir müssen erstmal hier das alles in den Griff kriegen. Aber dass wir schon wieder Minus sind. Ich fasse es nicht. Ich weiß nicht warum. Und wir haben bald keine Nahrung mehr. Noch haben die ja ein bisschen Vorräte hier, aber bald haben wir da ein kleines Problemchen. Und Alkohol, das kriegen wir auch nicht hin. Und das ist alles sowieso viel zu teuer. Und wenn ich jetzt eine zweite Insel noch erobern würde, dann ja, könnte ich ja nicht mehr. Ich habe ja kein Geld. Okay. Mal gucken, wie weit das noch geht, wie lange ich da noch brauche, um überhaupt hier voranzukommen.
Ich weiß sowieso nicht, wie weit die ganze Kampagne überhaupt noch geht. Weil ich würde bald dann doch sagen, dass ich damit 1701 vielleicht weitermache. Ein flammendes Inferno bedroht euer Volk. Was mir ehrlich gesagt sowieso ein bisschen mehr Spaß gebracht hat, muss ich sagen. Es mag vielleicht auch ein bisschen einfacher gewesen sein, aber das Spiel ist ja wirklich jetzt hier ein bisschen übertrieben, finde ich. Naja, gut. Da fand ich doch 1602 besser, aber egal. Oh, vielleicht kauft er uns jetzt ja was ab. Wahrscheinlich nicht. Oder? Natürlich nicht. Na gut, ich würde mal sagen, das war's dann erstmal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also haut rein. Ciao, ciao.